Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic. Ich bin... gut. Für euch ist einfach nur ein Part fertig und für mich einfach... Ich nehme einfach weiter auf. Ich bin einfach am Weiterzocken. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir müssen uns beweisen beim Mandalore. Und wir müssen hier im Dschungel Kenox abschlachten. Damit wir endlich diesen komischen Generator oder was auch immer da bekommen. Yes. Komm schon. Mach doch fertig. Ja, los, Leute. Da haben wir so einen Kennock. Ah, ne, es ist kein Kennock. Da liegt aber irgendwas. Ja. Ach, die sollen da mal weitermachen. Eine Leiche. Oh. Hä? Aber haben wir nicht. Nee, anscheinend nicht. Eine Schwäche wird offenbar. Ach, kommt schon. Was werdet ihr den Schmerz kennen? Ist das nicht das, was ich gebe? Ich sollte doch... Anscheinend ist das nicht das. Na gut. Oh, aber hier? Also wir müssen natürlich gucken, dass wir die auf jeden Fall auch hier... Oh, da ist es, der Pulsphasenkonverter. Yes. Aber wenn wir schon hier sind... Oh, was ist das denn? Oha. Nicht schlecht. Ah, den zerlegen wir, Mann. Leute, ich sollte trotzdem nochmal abspeichern. Weil, ich meine, am Anfang von der Ebonhawk. Kein Bock, das alles nochmal zu machen, falls wir irgendwie doch sterben sollten. Und die automatische Speicherfunktion, die funktioniert halt nicht immer so. Was? Hat keine Wirkung? Okay. Ja, nee, ist gut. Oh, was habe ich hier? Bringt anscheinend nichts. Aber gut, komm. Oh, Leute! Auf in den Kampf! Der ist ja mega stark. Was geht denn hier ab? Ja? Oh, der wird ja nicht einfach. Komm schon. Wie kann ich dienen? Oh, jetzt wird's knapp. Nee, aber echt jetzt. Ja? Schaffen die das? Oh, Leute, komm schon. Jo! Ey, der war jetzt gar nicht mal so schwach gewesen. Halleluja. Halleluja. Bei deiner Erkundung des Dschungels hast du gegen einen Zakek gekämpft und ihn getötet. Es war ein harter Kampf, aber du hast ihn bezwungen. Suche die Leiche des Zakeks als Beweis für eine Tapferkeit. Ah, da kann ich vielleicht wirklich im Ring dann antreten. Ey. Mhm, du hast ein Ohr des Zakeks. Du musst es dem Captain der Wache am Eingang des Lagers geben. Halleluja. Ja. Nee, aber echt jetzt mal. Halleluja. Kann die auch heilen? Aber nur ganz schwach. Ja, gut, okay. Was haben wir denn hier noch? Der hat nichts für uns. Oh, ein Lichtschwert. Kristalllinse. Ein grünen Kristall. Sonst noch was? Aber hier gibt es nur ein paar Sachen zu holen. Noch eine Leiche. Und sonst? War es das, oder? Ja, ja. Aber trotzdem, Leute, nicht schlecht. Jetzt können wir hier links dann noch. Hey, der war jetzt wirklich stark gewesen. Dun, 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 dun.
Wir können hier unten langlaufen? Hey, das, dieser Geschwindigkeitsschub, der macht's halt echt aus. Ohne Scheiß. Ah, hier haben wir noch Überreste. Öh. Oh, den hätte ich auch gebraucht. Ja, zum Glück habe ich das noch gefunden. Ich habe euch nichts zu sagen. Weil du weißt, dass ich dich zerficken würde, wenn du irgendwie dein Maul aufmachst. Zeig mal, was bringt denn das jetzt? Bestientrick. Oh, das sind ein paar mehr. Sehr schön. Was? Da hinten kommt ja noch einer? Von wo kommen die denn alle? Haha. Aber das ist immer cool, ey, wenn alle hier so draufballern. Boah, ich habe irgendwie Rückenschmerzen. Was geht ab, Leute? Habe ich heute viel gearbeitet? Wir gehen hier rechts erstmal, weil ich glaube, da hinten geht es nicht mehr groß weiter, oder? Sehr schön. Weiter geht's. Ja, gehen wir erstmal hier hoch. Oh, was haben wir denn hier? Du hast den Zünder gefunden, den Mandalor erwähnte. Die Sprengladungen sind in der Nähe des Eingangs von Lager B13. Ich weiß zwar nicht, was Mandalor da meinte mit dem Sprengzünder. Den Knopf drücken. Und? Oha, oha, kommen die jetzt alle hier hoch? Ja, scheißegal, das schaffen wir. Let's go. Hau raus, alles. Ja, das schaffen wir. Ich gebe mal meine ganze Macht hier raus. Boah, alle drei gerade eben. Ist ja übel. Nicht dein Ernst. Ein leichtes. Ein leichtes. Der hat noch was für uns? Sehr schön. Credits. Okay. Der auch. Teile. Ja, ja, das haben wir gemacht. Mhm, du hast den Eingang zum Lager gesprengt. Die Explosion hat alle Tiere im Dschungel aufgescheucht. Also alle waren es nicht, aber waren schon einige. Ja. Ich muss echt mal ein bisschen aufpassen mit dem hier einfach durchlaufen und so. Ich speichere jetzt nochmal ab. Man weiß halt manchmal, vor allem bei diesen Minen, weißt du manchmal echt nicht, was für eine Kraft die haben. Mhm. Tödliche Splitterbombe. Können wir schnell den Baudur rausholen? Geht das? Ja. Was ist ja, los? Toll. Der müsste die entschärfen können, oder? Ja. Ich entschärfe die erstmal alle hier. Oh, und dann kann ich auch noch die ganzen Kisten hier aufmachen. Der ist hoch genug geskillt. Und so Minen kann man halt echt manchmal gut gebrauchen. Selber. Haben wir ja gesehen beim Kampf gegen Jedi-Meister Rook. Ohne die Minen hätte ich den wahrscheinlich nicht geschafft. Ich wüsste echt nicht, wie ich den hätte besiegen sollen. Keine Ahnung. Gut. Jetzt gucken wir noch, was wir hier holen können. Es gibt ja auch Erfahrungspunkte, glaube ich, wenn der das Zeug hier knackt. Okay. Oh oh, oh oh. What the fuck? Hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich nicht machen sollen.
Oh, die sind nicht so stark, Gott sei Dank. Hi. Yes! Konzentriert euch! Boah! Ey, wenn die jetzt stark gewesen wären. Das meine ich eben. Man weiß nie, was kommt. Ich glaube, der... Ja, der Große hat schon ein bisschen mehr Power. Aber erstmal die Kleinen hier alle besiegen. Ah, nee. Der hat nicht mehr viel Leben. Ja, Kraya, steh da nicht so rum. Helf mir. Mein Gott. Hier, BMT. So. Gehen wir. Ja, nee. Erstmal plündern wir hier alles. Was gibt's denn noch zu holen? Ein Kinderspiel. Probe eines Jedi, eine rojanische Klinge. Ja, ja. Ein mandalorianischer Kampfpanzer. So. Gut. Aber jetzt würde ich dich gern wieder wegpacken und dich hinzufügen. Oh, die haben wir noch nicht gelehrt. Oh, ich hoffe, die sind nicht auch noch verschlungen. Ja, ja. Teile. Alles so unnützes Zeug. Ja, gesperrt. Egal. Dafür wechsle ich jetzt nicht extra wieder auf den anderen. Wir gehen wieder raus hier. Ja, haben wir gut hingekriegt. So. Jetzt geht's eigentlich nur noch nach unten. Zeig mal. Ah, ist ein bisschen zu schwach. Der hat auch nichts für uns. So, killen wir den mal. Erhalten einen Gegenstand, irgendeine Linse. Zeig mal her, was denn? Das da. Oh, wahrscheinlich fürs Laserschwert ist das gut. Nehme ich mal an. Und ein Blaster. Sehr schön. Wir gehen nach hier unten. Gerettet. So. Kurzen Prozess. Dun, dun, dun. Sehr schön. Oh. Kelburn. Was macht ihr hier draußen? Will jemand das ist doch der, wo verschwunden war. Sag mir zuerst, was ihr hier macht. Mandalore hat mich persönlich hierher geschickt, um ein Schiff zu finden, das in dieser Gegend gelandet ist. Ein Schiff? Tief im Dschungel steht ein Schiff von Duros Kopfgeldjägern. Das waren sie nicht. Der Schiffer beschädigt und hat während des Absturzes permanent seine ID-Signatur gesendet. Er hat versucht, sich einzuschleichen, hat seine Ionenemission auf ein Minimum reduziert. Unsere Sensoren hätten ihn fast nicht entdeckt. Ein so großes Schiff wie ein, wie muss eine Spur hinterlassen haben. Ich habe keine Spur des Schiffs gefunden. Nur diese Leiche hier. Sieht aus wie ein ziemlich unerfahrener Speer. Der Narr ist an der Herde Kennox über den Weg gelaufen und wurde zerfleischt. Er war sicher nicht der Einzige, der hier rumschleicht. Wenn dem so ist, müssen wir sie alle erledigen. Lust auf ein kleines Abenteuer. Für einen Kampf bin ich immer zu haben.
Schön zu hören. Im Dschungel treiben sich noch mehr Späher herum. Es gibt jede Menge Wege und ich will nicht, dass sie uns entwischen. Wenn wir uns aufteilen, finden wir die Späher sicher. Falls ihr euch das zutraut. Ich bin dabei, suchen wir sie. Ich übernehme den Osten. Ihr geht nach Westen. Ich sorge dafür, dass keiner von ihnen an mir vorbeikommt. Also, ich soll hier lang gehen. Und ein paar Späher noch finden. Was ist mit Lan passiert? Er wurde von diesen kleinen Biestern angefallen. Das sind die ersten. Kennox heißen sie, glaube ich. Ich hoffe, dass diese Mission für den Colonel wichtig ist, sonst... Warte, hast du das gehört? Das ist er! Auf ihn! Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Ja, viel zu schwach. Gab es hier in der Ecke noch was zu holen? Nee. Da haben wir noch was. Ein Sith-Kriegsschwert. Okay. Aber das ist ja genau das, was wir haben, oder? Ja, das ist genau gleich stark. Ja? Aber die Kraya können wir noch schnell dem Level abgeben. Okay. Okay, okay, okay. So. Und weiter geht's, Leute. Und weiter geht's. Schlagen wir hier das Lager auf. Dieser Dschungel hört nie auf. Lieutenant, zwei unserer Patrouillen haben sich nicht zurückgemeldet. Schon wieder? Das ist es nicht wert. Noch mehr Bestien. Attacke! Komm, wir zerficken die alle, Mann. Du bist auf den zweiten Speertrupp gestoßen und vermutest, dass im Dschungel noch mehr Speer patrouillieren. Du solltest jetzt zu Kilburn suchen. Vielleicht hat er etwas, auch etwas entdeckt. Ja, nee, muss jetzt. Wir gehen erstmal noch schnell gucken, was wir noch am Ende von diesem Dschungel finden. Interessant. Okay. Wir kommen recht gut voran, das muss ich ernsthaft zugeben. Oh, das war's. Mehr gibt's hier gar nicht. Ja, wahrscheinlich werden wir den doch da treffen, wo wir ihn vorhin gesehen haben, oder? Laufen wir wieder zurück. Da ist er. Ich habe noch mehr Späher entdeckt, aber sie haben das Feuer eröffnet, als sie mich sahen. Ich habe aus dem Dschungel Schüsse gehört. Habt ihr was gefunden? Ich habe zwei Speergruppen gefunden. Denen war auch nicht nur nach Reden zumute. Komisch, dass sie nicht mit euch reden wollten. Ich dachte, sie hätten nur etwas gegen Mandalorianer. Habt ihr irgendwas rausgefunden? Sie erwähnten einen Colonel. Und es scheint mehr von ihnen zu geben. Ah, Colonel. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Es ist spät. Tobin ist General Vaklus persönlicher Carthund. Wenn er hinter euch her ist, solltet ihr euch von Onderon fernhalten. Daran erinnere ich mich. Sind wir hier fertig? Ich werde Mandalore von den Speeren berichten. Und was ihr mit ihnen gemacht habt. Wir sehen uns im Lager. Vielleicht auch nicht. Eines noch. Wegen des Kampfzirkels. Ihr habt bewiesen, dass ihr würdig seid, gegen unsere besten Kämpfer anzutreten. Na dann. Vielleicht können wir im Zirkel gegeneinander antreten. Wir sehen uns im Lager.
Sehr schön, Leute. Sehr schön. Sehr schön. Dann machen wir uns auch mal auf den Weg ins Lager. Und ich glaube, dass wir langsam, aber sicher, uns bei Mandalore ziemlich bewiesen haben. Jo. Ich meine auch, wir haben echt jetzt vieles erledigt hier. Und schauen wir mal, wir haben das Horn von diesem Riesenvieh. Wir haben diese Elektrosachen. Seid ihr bereit, zu eurem Schiff zurückzukehren? Sagt einfach Bescheid. Ah, der bringt mich zu meinem Schiff, ist ja cool. Pilot und Schütze eures Schiffes müssen... Ich habe gehört, dass ihr Davrell den Tod eines Kriegers gewährt habt. Unser Wesen ist euch weniger fremd, als ich dachte. Ah, hier, aber einen Zergek besiegt. Hier ist das so als Beweis. Schade, dass ihr ein Jedi seid. Ihr würdet einen guten Mandalorianer abgeben. Ich gehe dann jetzt. Sehr schön. Verdammt. Der verfluchte Dschungel reißt alles an sich. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Ah, warte, wir haben auch noch das hier. Für den hier. Bla bla bla. Warte mal, wir machen das anders. Kurz die entfernen. Der muss das doch hinkriegen. Also wenn der das nicht hinkriegt. Erfolg. Du hast das Kabel repariert. Sehr schön. Aber jetzt können wir den wieder wegtun und Krayer wieder hinzufügen. Der hat einfach viel bessere Werte. Bei der Reparatur des Pulsphasenkonverters schon einen Schritt weiter? Ja, ich habe die defekten Kabel repariert. Freut mich, das zu hören. Mir fehlen einige Teile, sonst hätte ich mich auch darum kümmern können. Okay, das haben wir. Und jetzt, ich habe zwei Teile des Puls, blablabla. Diese Teile sind in einem guten Zustand. Ein Teil fehlt aber noch. Bringt es mir. Dann versuche ich, den Telemetriecomputer zu reparieren. Oh, Leute. Verdammt. Dieser verfluchte Dschungel. Dem fehlt noch ein blödes Teil. Ich hoffe, dass sich das nicht auffällt, weil ich will jetzt nicht extra nochmal in den Dschungel rein und das eine Teil da suchen. Weil ich habe sicher irgendwo vergessen, so einen von diesen Kennox dazu zu plündern. Kelbon sagt, ihr seid würdig, gegen die Champions zu kämpfen. Ja, das bin ich. Ihr dürft also erneut in den Kampfzirkel treten. Ich will im Zirkel kämpfen. Gegen einen Champion vergangener Tage anzutreten. Kelbon, wie lauten eure Bedingungen? Nur Schwerter, ohne Gegenstände oder die Macht. Oh, leck mich doch. Nur eine einfache Klinge. Kelbon will mit der Klinge gegen euch kämpfen. Ihr dürft euch mit Fäusten, Füßen und einer Klinge verteidigen. Die Macht und andere Gegenstände sind aber tabu. Na toll. Was habe ich für eine Waffe? 8 bis 18. Ja. Na toll. Ihr habt die Regeln des Kampfzirkels gebrochen. Aha, weil ich die Waffe gewechselt habe. Ja? Na gut. Wir wissen, was wir machen. Und nochmal. Na, wenn ich die Waffe wechsle, dann hat er anscheinend auch ein Problem damit. Und los. Oh, der ist viel zu stark, oder? Oh, das hat sehr viel mit Glück hier zu tun. Komm schon. Ah, ganz knapp. Der Kampf. Ja, ich muss mich hochheilen. Scheiße. Hab sicher auch noch Medikits, um ein bisschen Macht zu sparen. Ah, shit. Ich höre. Für Mandalore. Komm, wir probieren es mal. Für Mandalore. Also ist. Ah, ich muss ja mit dem reden. Ah, scheiße.
Ich glaube, ich mache immer nur das. Das scheint gut zu funktionieren. Scheiße. Ist doch nicht wahr. Oh, yes. Der Kampf zwischen dem Jedi und Kelborn ist vorbei. Sehr schön. Der Jedi ist der eindeutige und ehrenhafte Sieger. Ich habe euch unterschätzt. Es fällt mir schwer, das zuzugeben. Wenn ihr heute im Zirkel kämpft, müsst ihr euch dem tapfersten und stärksten von uns stellen. Brayler. Der gute alte Brayler. Den machen wir noch. Für Mandalore. Was gibt es? So. Wir freuen uns auf die Brayler, verzichtet auf Regen. Aber ich kann kämpfen, wie ich will. Ja, Junge. Oh, ich muss natürlich noch mein Laserschwert ausrüsten, sonst wird das Ganze. Ich glaube, der haut aber trotzdem ganz schön rein. Oh, nö. Ja, was? Der kämpft einfach ohne. Ja, easy. Keine Chance, keine Chance. Oha. Doch. Der Kampf zwischen dem Jedi und Brayler ist vorbei. Der Jedi ist der eindeutige und ehrenhafte Sieger. Ihr habt den würdigsten unter uns besiegt und verlasst den Kampfzirkel als Champion. Wir werden nie vergessen, was ihr am heutigen Tag geleistet habt. Sehr schön. Okay, meine Lieben, dann würde ich vorschlagen, wir haben wieder viel gemacht in dem Part. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Ich werde jetzt dann gleich mal eine Runde mit Mandalore reden. Und gucken, ob dem das reicht, was wir bis jetzt getan haben. Und ob wir dann vielleicht sogar zum IZ-Raumhafen kommen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.